Servus Leute, willkommen zurück zu Pokémon Gelb. Jetzt seit langer, langer Zeit wieder, weil ich einfach andere Dinge aufgenommen habe, unter anderem meinen Adventskalender, das Adventskalender Special, wie auch immer, was am 1. Dezember kommen wird. Oder schon gekommen ist, ich weiß nicht, wann das Video hier hochgeladen wird. Ich gucke ins Team. Aha. Stimmt, da war ja was. Okay, wir werden uns nach oben begeben zu Bill, dem Pokémon-Maniac-Experten. Das weiß ich noch. Und Nuggetbrücke. Ich weiß, hier haben wir schon alle platt gemacht. Denn ein Trainer da rechts und den Trainer da links, die müssen wir beide schön am Leben lassen. Moment, der Typ hat doch Glumanda, habe ich mir das schon geholt? Wie geht es Glumanda? Gut. Verschimmelt auf der Box. Habe ich gegen den da schon gekämpft? Nee. Ich komme gerade vom Mondberg. Meine Pokémon sind in Bestform. Der hat, glaube ich, ein Macholo und Kleinstein. Ja. Übrigens wegen Macholo. Ich hasse die Aussprache Macholo mit CH. Ich habe es immer mit Macholo ausgesprochen, also SCH. Keine Ahnung warum, aber ich finde es einfach um ein Vielfaches besser, wenn man Macholo ausspricht und nicht Macholo. Und deswegen werde ich es auch weiterhin so benennen als Macholo. Mag vielleicht falsch sein, aber hey, das ist mir egal. Es klingt besser, also. Das Teil hat nur Karateschlag drauf. In den späteren Editionen lernt es Karateschlag erst viel später. Allein aus dem Grund, weil in den späteren Generationen Karateschlag eine Kampfattacke wurde. Hier ist es noch normal. Da lernt es, glaube ich, als erste Attacke Fußkick. Oh, triffst du gar nichts mehr, ist Zandern feige. Oh. Na gut, ein Treffer, der muss sein. Ein Schlag in den Nacken, aber es macht Zandern nix. Ich habe schon wieder so einen verdächtigen Nieser in der Nase, der einfach nicht raus will. Und Kleinstein. Was nehmen wir denn? Ach, Mist, bis jetzt haben wir keinen Rankenhieb drauf. Uiuiui. Was machen wir da am besten? Ich hoffe, Nidoran kann den Doppelkick. Sonst gucke ich wirklich ganz schön dumm aus der Wäsche. Jawohl. Ich konnte mich nämlich nicht mehr erinnern. Das heißt, ich müsste Bisas... Oh mein Gott, das dauert trotzdem. Das heißt, ich müsste Bisasam jetzt eigentlich auf Level 13 trainieren. Weil da lernt Bisasam den Rankenhieb. Wie gesagt, mein Team, das habe ich schon im Kopf. Das habe ich immer noch hier auf meinen Zettel aufgeschrieben. Und ihr könnt ja mal raten, was ich ins Team nehme, wenn ihr unbedingt Lust drauf habt. Ein Igler. Ja, ich tritt dich über den Haufen. Eigentlich schade, dass so ein mächtiges Kleinstein sich von so einem kleinen Nidoran wegkicken lassen muss. Aber egal. Du hast gut gekämpft. So. Bisasam. Ey. Der Trainer der Gegend kommt zum Üben hierher. Oh, das war zu männlich. Ich glaube, das ist ein Teenager. Na gut, ist er eben früher im Stimmbruch gekommen als alle anderen. Egal. Ratzfatz mit Hyperzahn. Dieser Sam überlebt definitiv kein Hyperzahn. Deswegen nehme ich Tauboga, weil es einfach entwickelt ist. Entwickelte Pokémon sind immer stärker als unterentwickelte. Allerdings lernen sie die Attacken erst später. Das ist natürlich ein Nachteil. Einmal in den Nacken gebissen, gut. Von wegen gut, als ob ich voll der Tauboga-Hater wäre. Nee, natürlich nicht. Tauboga zählt zu meinem Lieblings-Pokémon. Und Habitak! Mal kurz Bisasam rausschicken, damit das Erfahrungspunkte abkassiert. Und dann wieder schön wechseln. Wie viel brauchst du denn noch? 230, ja, das dauert doch. Naja, Sandans Defensive ist sowieso bombastisch. Auch wenn Habitak einen guten Angriffswert hat, aber trotzdem macht das nicht sonderlich viel Schaden. Oh nein.
Ja, genau aus dem Grund. Ach, du bist doch eine feige Ratte. Nee, Habicht. Ratte war Ratzfratz. Da, zum Glück hast du noch kein Adlerauge. Aber ich trinke, ja, hab ich. Zum Glück habe ich einen gekauft. Irgendwann mal. Wenigstens das ging daneben. Immerhin ein kleiner Vorteil. Aha, es ging wieder daneben. Loser, Loser, tralalalala. Ah, das würde mir genauso wenig gefallen. Aber zum Glück ist Habitak ja weg vom Fenster. Du bist richtig gut! Ich habe schon wieder die falsche Stimme gegeben. So, Bisasam ist an der Spitze. Moment, der Typ hat noch nichts. Oh, er ist tot. So, hier speichern wir mal. Warum speichere ich hier? Ganz einfach aus dem Grund, dass wenn ich versehentlich in den Typen da reinlaufen sollte, dass ich das Spiel ganz leicht wieder von vorne anfangen kann. Nur aus dem Grund. Hallo, mein Freund ist cool. Göre. Männliches Nidoran. Eine Level vor der Entwicklung, glaube ich. Soll ich es mit Bisasam versuchen? Nee, er ist halt keine Hornattacke. Vergiss es! Hornattacke ist auch so eine zu Beginn mächtige Attacke, aber später... Oh. Nein! Ich habe ganz vergessen, dass der Teil hier Aquaknarre kann. Das wollte ich. Ja. Jetzt muss ich natürlich mit den Konsequenzen leben. Ja, habe ich jetzt davon, wenn ich die falsche Attacke auswähle. Naja. Zu Beginn ist das noch nicht so schlimm. Und weibliches Nidoran. Oh, du hast ein Pärchen. Willst du Eier züchten oder was? Die es in der ersten Generation noch nicht gab. Pech gehabt. Ich glaube, nach diesem Kampf entwickelt... Also nicht entwickelt, aber erreicht das nächste Level, ja. Was nehme ich? Soll ich Habitak nehmen? Ich nehme Habitak. Ah, das dauert wieder so lange. Nicht mit mir. Jetzt mache ich mal den Furienschlag. Der daneben geht natürlich. Oh, ich meine viermal. Gute Arbeit, Habitak. Bäh, ich habe ein Haar im Mund. Igitt! Ah, hier ist der Doppelkick ja noch nicht effektiv. Später wurde er normal effektiv, weil Habitak ja auch ein Normal-Pokémon ist. Zum Teil. Ach komm schon! Muss der Teil seinen letzten Lebenswillen auspacken. Ah, weg mit dir. Bisasam erreicht Level 12. Ich war nicht in Form. So. Geben wir Ratzfatz einen Trank. So. Das Item da oben seht ihr. Wir haben früher immer gerätselt, wie kommt man daran, weil wir keinen Zerschneider hatten für den Baum da rechts. Aber es gibt auch eine andere Methode. Die werde ich euch jetzt zeigen. Ich bin auf dem Weg zu dem zu einem Pokémon-Sammler. Na gut. Was sammelst du denn? Wahrscheinlich drei Kleistanz und ein Mascholo. Ich gehe mal schwer davon aus, dass ich recht habe. Wie viel brauchst du denn noch? Du lernst nächste Level den Rankenhieb. Naja, geht so. Jetzt kann Ratzfatz mit der Aquaknarre punkten. Ja, vor allem wenn so ein Scheiß kommt. Da hat Kleinstein null Chance. Und gleich noch eins. Los, Bisasam. Ich finde es schade, dass Bisasam in der ersten Generation kein Schlafpuder erlernen konnte.
Warum auch immer. Ab der zweiten Generation konnte es, glaube ich. Wow. Das Teil hat sogar überlebt. Ich bin beeindruckt. Jetzt auf die benässte Stelle beißen. Auf die feuchte Stelle. Bisasam erreicht Level 13. Bisasam erlernt Rankenhieb. Hier noch speziell, später physisch. Mashallah. Ich setze mich da ein. Habitak ist ziemlich am Ende. Schafft Habitak das noch? Gute Frage, ich versuch's. Habitak, Schnabel! Du bist stärker! Naja, fast. Tschüss, Habitak. Ein Versuch war's wert. Weil mein Herz Schaden gemacht ordentlich. So, Sandan! Du bist wieder dran, kratz ihn über den Haufen. Hier macht der Karate-Schlag nicht so viel aus, weil Sandan eine Mörder-Defensive hat. Und noch ein kleiner Stein. Jetzt kann Bisasam endlich zeigen, was es drauf hat. Bisasam! Los, Rankenhieb! Das überlebt kein Kleinstein. Du hast mich besiegt. So. Soll ich Bisasam weiter trainieren? Soll ich nicht? Ja, ich trainiere es weiter. Hallo. Jetzt seht ihr, jetzt geht der Typ nach vorne, jetzt kann man hinter ihn reingehen. Ich bin richtig cool, ich habe eine Freundin. Ja, ich habe keine. Jetzt fühlst du dich cooler als Uncle Wolf, nicht wahr? Ja, geil. Ja, Leute, verarschen wir alle den Onkel Wolf, weil er keine Freundin hat. Ja, ich bin hier voll das Mobbing-Opfer. Nur wegen diesem komischen Picknicker, Camper, was weiß ich, der sich über mich lustig machen will. Aber ganz im Ernst, ich hätte gerne eine Freundin. Wäre dann vielleicht etwas stressiger in meinem Leben, aber... Naja. Aha! Es fängt an mit diesen miesen Taktiken. Bing. Was kommt jetzt? Rettan. Rettan! Setze ich mal Nidoran ein. Die Hornattacke sollte eigentlich guten Schaden machen. Wenn nicht, dann kommt hinten Wickel und dann dauert das sowieso eine lange Zeit. Oh. Nicht ganz so viel Schaden, wie ich gehofft hatte, Nidoran. Nio. Schnarch. Da. Tritt ihn ins Gesicht. Bäm. Level 15. Geil. Vor allem, was ich in der Anime-Serie nicht verstehe, ist, dass auch so Attacken wie Rankenhieb oder so gut gegen Rettan waren. Gegen Team Rockets Rettan oder Arbok oder was weiß ich. Das ist sowas von schwachsinnig. Oh, meine Pokémon sind alle ziemlich fertig. Aber naja, denn über ein Anime kann man sowieso mittlerweile nur noch lästern. Ich wusste, dass ich gegen dich kämpfen würde. Und du wusstest auch, dass du gegen mich verlieren würdest. Ja, ich habe seinen Text schon gespoilert. Aber das ist ja ganz klar, weil wenn ich in einen Kampf gehe, ist logisch, dass ich den Kampf auch gewinne. Oder zu... In diesem Spiel zu... Gucken wir mal die Traineranzahl zu 95%. Ja, so in der Art, vielleicht noch etwas mehr. Es ist schon lange her, dass ich so ein Pokémon-Spiel alle Pokémon in einem Kampf verloren habe. Ist sogar schon sehr lange her. Vor allem aus der ersten Generation. Obwohl ich weiß, dass die Top 4 ziemlich hart werden. Bisasam erreicht Level 14. Jetzt kommt, glaube ich, Sandan, oder? Ja, genau. Sandan, mördermäßige Defensive, aber kaum Spezialdefensive. Oder Spezialwert hieß es hier noch. Das heißt, ein Rankenhieb sollte gut Schaden machen. Ja. Ach nee. Lass das mal schön bleiben. So.
Ich wusste auch, dass ich verlieren würde. Ja, ich habe seinen Text gespoilert. Keine Überraschung. So, das hier ist die letzte Gegnerin. Oh, meine Pokémon sind nicht ganz so gut. Und Habitak ist auch weg. Was mache ich da am besten? Soll ich heilen? Nee, ich versuche ohne Heilung. Ich öffne mit Ratzfratz. So. Ich bin voll nicht im Text. Was ist denn jetzt los? Meine Freundin hat so ein süßes Pokémon. Ich bin furchtbar neidisch. Warum müssen Frauen immer nur solche komischen Themen auspacken? Wie in diesem Antiklove-Spiel oder wie das heißt. Da gibt es auch seltsame Themen. Wobei, ich habe bisher eigentlich nur einen Testpart gemacht und da, naja, lassen wir das mal. Ist ausgewichen, geil. Nix damit Schreck zurück, obwohl es eigentlich dasselbe ist. Taubsi! Ja, Taubsi kann auch jemand anders vernichten. Schafft es dann das noch? Ich versuch's. Der Sandan hat zwar gute Defensive, aber es ist auch nicht unbesiegbar. Nee, du lässt meine... Oh, du lässt deine Techniken schön bei dir. Oh je. Wie viel Schaden mache ich? Ja, nein. Wenn jetzt der Ruckzuck-Hieb kommt oder... Ich habe nichts gesagt. Dumbatz Taubsi. Bisasam, mach es platt. Bisasam hat auf jeden Fall noch... den größten KP-Vorrat. Och, nee. Ich hätte gleich auf Rankenhieb gehen sollen. Auch wenn es nicht effektiv ist, aber Spezialwert ist einfach höher. Bisasam erreicht Level 15. Eine Level noch, dann entwickelt es sich. Noch ein Mirapla. Dann setze ich mein männliches Nidoran gegen ein. Vor allem alle meine Pokémon stehen kurz vor der Entwicklung. Was ist denn das für ein seltsamer Zufall? Es kann überhaupt kein Zufall mehr sein, da sind mysteriöse Kräfte am Werk. Oh, haben vielleicht die Touhou-Figuren ihre Finger im Spiel? Warum ausgerechnet die? Weil sie magische Kräfte besitzen, deswegen. Ja, Mirapla, du nervst. Weg mit dir. Ich bin nicht neidisch. Warum? Meine Pokémon sind viel krass geiler. Vor allem Bisasam, hallo? Hallo. Hallo, ich bin ein Pokémon. Spaß beiseite, ich bin keins. Nenn mich einfach Bill, ich bin ein waschechter Pokémon-Maniac. Glaubst du mir nicht? Mir ist ein Experiment missglückt. Dabei wurden meine Zellen mit denen eines Pokémons kombiniert. Wie sieht's aus? Hilfst du mir? Ja. Ich gehe in den Teleport und du startest das... startest von meinem PC aus das Zellteilungsprogramm. Ja, im Anime steckt einfach nur in einem Kostüm fest. Was ich irgendwie logischer finde, aber naja. Wenn man Pikachu mit hat, dann läuft das hier hin und sagt Pika, irgendwas mit einem Fragezeichen. Dann läuft es auch hier hin. Pika, wieder mit irgendeinem dummes Fragezeichen. Und dann kommt sowas. Und dann sagt es Pika und wundert sich total. Und ich würde es am liebsten treten. Aber naja, egal. Klasse, danke Kumpel, du hast bei mir etwas gut. Bist du hier, um dir meine Pokémon-Sammlung anzusehen? Nein, das ist schade. Wie kann ich dir nur danken? Nimm einfach das hier. Ein Bootsticket für die MSN. In Orania City ankert ein großes Kreuzfahrtschiff, die MSN. An Bord befinden sich nur Trainer. Sie haben mich zu einer Party eingeladen, aber ich mag so viel Trubel nicht. Hättest du Lust hinzugehen? Ja, von mir aus. Ups, ich habe ja noch was vergessen. Ich guck mir deine Pokémon an. Hahaha. Einmal Evoli. Den Eintrag haben wir aber schon. Dann Flamara. Dann Blitzer. Und dann Aquana. Ja. Alle drei besitzen hübsche Sprites. Viel besser als sie in Rot oder Blau. Aber das ist ja irgendwie logisch. Weil Pokémon Gelb hat meiner Meinung nach die schönsten Sprites, die es jemals in irgendein Spiel gab. Sogar noch den von X und Y oder Alpha Rubin und Omega Saphir. Omega Rubin und Alpha Saphir. Ach, ihr wisst Bescheid. Sogar noch den überlegen.
Oh, ausgerechnet jetzt meint Steam, irgendwelche Meldungen schicken zu müssen. Ist das nicht geil? Zum Glück werden sie kaum angezeigt, unten in der Ecke. Naja. Ich werde gleich mal gucken, was da los ist. So. Vor allem alle meine Pokémon entwickeln sich gleich, was soll das? Wie viel brauchst du noch? 42, oh komm. Nix da lasse ich mich nicht lumpen. So, einmal mit Speed-Taste hinrennen, da. So, und trainieren, hallo. Ja. So. Das noch in der Aufnahme. Also echt mal. Nidoran wurde zum Nidorino. Geil. Und einfach weil ich es kann. Nidorino wurde zum Nidoking. Guckt es euch an. Was, das Teil hat viel Initiative? Was zum Geier? Aber es ist einfach cool. Entwickelt sich noch irgendwas? Ja, Bisasam. Aber Bisasam werde ich nicht entwickeln, weil ich es nicht möchte. Nur gut, dann haben wir Nidoking hier als einzige Entwicklung gesehen. Zack, zack. So, das heißt, Nidoking ist entwickelt. Jetzt ist für mich Nidoking wertlos. Oder fast wertlos. Deswegen kommt es auf den PC. Oh Mann, da werde ich da rechts die Bilder ziemlich bearbeiten können wieder mal. Nein! Nein! Oh Mann, oh. Na? Weil ich das gesagt habe mit den Bildern rechts, genau. Nidoking, verschwinde. Jetzt hast du für mich kaum noch Nutzen. Vielleicht in der dritten Arena nochmal, aber egal. So, was nehmen wir denn mit? Ich muss Smetbo sowieso noch trainieren. Ich nehme Smetbo. So, muss ich was heilen? Nö. Denn das ist wichtig, dass ich Smetbo trainieren muss. Ihr werdet schon sehen, warum. Ich glaube, ich habe es sowieso schon gesagt, aber egal. Gut, dann würde ich sagen, das war Pokémon Gelb. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Fährt euch.